Herr Dr. Gerhard. Herr Präsident, liebe Freunde, ich will ganz wenige Bemerkungen machen. Sie spüren wie ich, dass wir zwar eine Wahl gewaltig verloren haben, aber dass viele neue Mitglieder zu uns kommen. Das haben wir in dem Ausmaß, wenn wir ehrlich sind, selbst nicht für möglich gehalten. Deren Reaktion ist meistens, wie meine auch mal war, ich bin 1965 eingetreten, die FDP ist in Schwierigkeiten, wir brauchen die in Deutschland und jetzt ist genau der Zeitpunkt für mich, dort mitzuarbeiten. Das ist eine positive Reaktion. Ich habe neulich zusammen mit Herrn Gabler die neuen Mitglieder in Wiesbaden eingeladen und wir haben mit denen gesprochen. Denn sie müssen wissen, auf was sie sich einlassen bei uns. Ich habe ihnen gesagt, dass sie bei uns Selbstvertrauen haben können, obwohl wir eine Wahl verloren haben. Da sage ich ihnen auch, warum. Bitte vergewissern Sie sich noch einmal, warum wir eigentlich selbst bei der FDP sind. Das ist die Partei, die in den entscheidenden Gesichtspunkten der Entwicklung der Bundesrepublik Deutschland die richtigen Entscheidungen getroffen hat, mit eigener Existenz dafür gekämpft hat, während sich andere in die Büsche schlugen. Und ich nenne Ihnen die jetzt. Wir sind die Partei, die mit Konrad Adenauer zu Recht und gegen die damalige SPD und andere sich für die Westbindung entschieden hat. Theodor Heuss hat im Parlamentarischen Rat damals gesagt, endlich sind die Deutschen in den parlamentarischen Systemen des Westens angekommen. Wissen Sie noch, diejenigen, die schon mit mir damals in der FDP waren, wie wir in den 60er Jahren in der zweiten Hälfte für die Ostverträge unter Beschimpfung als Vaterlandsverräter und Verzichtspolitiker geschimpft haben? Heute begegnen wir denen, die sagen, ja, das war ja richtig, es gab ja keine Möglichkeit. Aber als es darauf ankam, gab es nur uns, die gestanden haben und die mit Walter Scheel nur knapp den Bundestag erreicht haben. Dritter Punkt, als die Bundesrepublik Deutschland, die alte, sage ich mal so, in den 60er Jahren etwas schwächelte, viele sie für jetzt veränderungsbedürftig hielten, sind wir die Partei gewesen, die aus all den Untersuchungen mit Dahrendorf das Bürgerrecht auf Bildung konstituiert haben, weil wir wollten, dass diejenigen außerhalb der Familien, derer, die schon hervorgehobene Berufe haben, auch eine Chance erhalten. Das war kein leichter Gang. Ich will Ihnen deshalb sagen, wir können auch stolz auf uns sein und Selbstvertrauen zu uns haben, wenn wir in die Zukunft jetzt gehen wollen. Wir haben, liebe Freunde, kein Mehrheitsprogramm für Deutschland. Das will ich jetzt etwas kritisch auch zu unserem Land selbst sagen. Ein freiheitliches Politikangebot hat es in Deutschland bedeutend schwerer als Politikangebote, die die Menschen von morgens bis abends betütteln wollen. Wir haben eine größere Herausforderung. Manche Menschen fürchten sich vor der Freiheit, haben regelrecht Angst vor ihr. Sie sagen uns in Wahlversammlungen, wer euch wählt, der muss alles selber machen. Sie flüchten sich eher in Staatskundschaft. Sie wollen allen vom Staat geregelt haben. Freunde, wir sagen den Menschen, es gibt keinen Staat, der für sie mehr tun könnte, als sie für sich selbst tun könnten und sollten. Da sind wir Partner für ihre Selbstständigkeit. Es gibt auch in Deutschland Gerechtigkeitsrhetoriker, die jeden Tag herumlaufen und von Gerechtigkeit und Gleichheit reden, als ob alle Menschen gleich seien. Auch Kirchentage können die Schöpfung nicht aus den Angeln heben. Menschen sind ungleich, sie sind nicht alle gleich begabt. Und es kann nicht gerecht sein, alle Menschen gleich zu machen. Sie gilt die Gleichheit vor dem Gesetz. Aber im täglichen Leben wissen wir doch alle, dass Menschen unterschiedliche Fähigkeiten haben. Deshalb sind wir die Partei, die nicht alles gleich betrachtet,
sondern die Schwachen stärken, ohne die Starken zu schwachen Schwächen beabsichtigt. Wir brauchen beide in einer offenen Gesellschaft. Meine Damen und Herren, es gäbe viel zu grundsätzlich zu sagen, weil ich glaube, wir haben jetzt eine große Koalition, die uns manche Angriffspunkte liefert. Aber überwiegend müssen wir mit uns werben, worauf wir hinaus wollen. Unsere Prinzipien, unsere Grundsätze. Wir können nicht von anderen leben. Wir müssen stark genug werden, argumentativ, um uns selbst durchzusetzen. Das hat die FDP jetzt vor sich. Ich glaube auch, dass sie es schaffen kann. Ich habe auch keine Klage zu führen, was vielerlei Befürchtung war, dass wir in der Presse nicht mehr vorkämen. Christian Lindner kann sich nicht beschweren über seine Interviews, über seine Auftritte. Wir sind präsent und dasselbe gilt für Nicola Beer. Und wenn wir gut sind, werden wir auch beachtet. Wenn wir schwächer sind, müssen wir Kritik hinnehmen. Aber ich glaube, dass wir alle Chancen haben, auf die nächsten Wahlen zuzugehen, wenn wir gut durchhalten, wenn wir Durchhaltefähigkeit beweisen und wenn wir den Menschen durch eigene Argumentation und durch Persönlichkeiten die Prinzipien vermitteln, die uns von anderen unterscheiden. Wir haben nahezu eine Sozialdemokratisierung der Union. Ich frage mich, wo die CDU heute noch ihre Identität hat. Wir haben eine sozialdemokratische Partei. Wir haben eine sozialdemokratische Partei und eine christlich-demokratische Union, die sich kaum unterscheiden. Wissen Sie, die haben beide Rechnungen mit ungedecktem Scheck auf die in der Zukunft verlagert, die heute noch gar nicht wählen dürfen. Das ist der größte strategische Fehler in einem Land, das an sich neue Gründe für Prosperität legen müsste. Ich will Ihnen nur sagen, wir müssen uns nicht fürchten. Wir haben ein politisches Angebot, das auch in Zukunft wieder zweistellig werden kann. Dabei müssen wir aber die Fehler vermeiden, die in der Vergangenheit gemacht worden sind. Und jede Führung, die nun gewählt wird, die Bundesführung ist im Amt und auch die hessische, von der können wir, wenn ich die Namen höre, die hier sich jetzt bewerben, sicher sein, dass sie das auch können. Ich traue das Stefan, Ruppert und den Kolleginnen und Kollegen zu, die wir wählen. Und wir sollten ihnen auch selbst vertrauen, denn es ist auch der erste Ausdruck für sie, dass sie es schaffen können. Und zweitens möchte ich hier jetzt nicht enden, ohne auch ein persönliches Wort an Jörg Uwe Hahn und Wolfgang Greilich und andere zu sagen, die bisher hier Verantwortung hatten. Freunde, vergessen Sie nicht, auch wenn das 5,0001 ist, ein gewaltiger Unterschied zwischen drinnen und draußen. Und auch mit einer Mannschaft von 6, das will ich aus der Zeit von Ruth Wagner und mir sagen, das waren mal 6, mal 7, mal 8, lässt sich schon was machen. Ich glaube nicht, dass es nur auf die Zahl ankommt, sondern auf die Qualität. Ich habe Jörg Uwe Hahn kennengelernt als einen Mann, der eine unglaubliche Ausdauer hatte, der Durchhaltefähigkeit hatte, der sich für keine Arbeit zu schade war, wo ich mich manchmal gefragt habe, hoffentlich bleibt der Mann gesund, weil ich ihn kennengelernt habe in einer wirklich harten Arbeit. Ich kenne Wolfgang Greilich mit als einen der ersten aus der mittelhessischen FDP. Er ist ein unglaublich kluger Kopf. Er ist parlamentarischen Debatten gewachsen. Ihm macht man kein X vor ein U vor. Und deshalb möchte ich die beiden jetzt nur erwähnen, aber auch mich bei allen bedanken, die heute nicht mehr kandidieren. Jörg Uwe Hahn hat das in einem guten Stil auch für sich selbst vorgetragen. Und ich finde, wir sollten Ihnen danken für Ihre Arbeit. Durch schlichte Aufmerksamkeit.
Florian Rentsch hat jetzt die Führung der Fraktion neu übernommen. Sie kennen ihn. Ich schätze ihn sehr. Ich glaube, dass er einen großen Beitrag leisten kann für eine weitere Aufwärtsentwicklung der FDP. Und Sie werden nachher, hoffe ich, mit einem großen Vertrauensvotum Stefan Ruppert wählen. Ein kluger Charakterkopf mit Bewusstsein für Grundsätze und mit Umgang mit Menschen in einer Art, die Vertrauen erweckt. Und deshalb, damit wir jetzt nicht länger warten und dass die Öffentlichkeit auch alsbald sieht, beantrage ich jetzt Entlastung des bisherigen Landesvorstandes, dem ich für seine Arbeit herzlich danke.